direkt, energisch. Gute Flanke. Jovanović. Oh, das war jetzt eine echte Tormöglichkeit. Sie geht auf das Konto des FC Zürich. Gezojevic mit dem Kopfball. Und dem nächsten Einwurf. Chichaoui im Strafraum drin. Yassin Chichaoui. Nächste Torraumszene. Gekonnt, wie er sich da vorbei mogelt. Der Winkel natürlich ungünstig. Aber frei. Schickt da Kalla. Kalla gegen Jim City. Kalla aufgepasst. Die beste Chance bisher in dieser Partie. Kalla gewinnt das Laufduell gegen Jim City. Und dann ist David Acosta echt gefordert. Heiße Situation, kurz der Griff von Jim City. Und damit etwas Glück klärt David Da Costa gegen Davide Kalla. Ball noch abgelenkt. Zuerst aber dieser FCZ-Angriff. Überzahlsituation, 3 gegen 1 Situation. Da macht der FC Zürich zu wenig draus. Gimiento, Gavranovic, gut, abgeschüttelt. Und aus der Drehung abgeschlossen. Die nächste starke Offensivaktion von Mario Gavranovic. Gute Finte. Der ruhende Pol in der Verteidigung. Etundi. Kein Offside. Von Etundi. Zurückgehalten. Rote Karte. Richtig. Da gibt es keine Diskussion. Gaston Sauro zu langsam gegen Franck Etundi, der da alleine aufs Tor hätte zumarschieren können. Vereitelung einer klaren Torchance. Jetzt klar zurückgehalten, keine Frage. Ungeschickt, diesen Fall hätte man eleganter lösen müssen. Eine Angelegenheit für Davide Gimiento. Rikan, Ball abgelenkt, nicht ungefährlich. Auch auf der rechten Seite frei, Distanzversuch an die Latte von Davide Gimiento. Wird nicht mit dem 1:0 belohnt. Boah, das wäre ein Tor gewesen. Am FCZ spielt weiter mit Gavranovic. Und es ist die gelb-rote Karte. Oh, es gibt die Karte für Sio. Schwalbe. Oh lala. Nein, eine Schwalbe war es mit Sicherheit nicht. Das wäre ein Penalty. Und jetzt das 1:0 für den FC Zürich. Im Gegenstoß Gavranovic. Aber Mario Gavranovic trifft endlich wieder für den FC Zürich nach einer langen Torflaute. Die Vorlage kam von Teixeira. Teixeira. Sadiku will den Ball, bekommt ihn auch. Kein Offside. Möglichkeit, die Entscheidung hier zu schießen. Jan Sommer mit einer fantastischen Parade. Ballverlust, dann Chichaoui, 2 gegen 2 Situation, Sadiku kommt mit, 3 gegen 2 Situation, Chichaoui geht alleine, im Zentrum Gavranovic mit der Entscheidung, 2:0, Mario Gavranovic, Doppeltorschütze, überragend die Vorarbeit von Yassin Chichaoui, elegant, dann die Übersicht, der Rest war nur noch Zugabe. Zum 22. Mal
musste der Cup-Finale in eine Verlängerung gehen. Und jetzt der große Moment, die Pokalübergabe. Schweizer Cup-Sieger, der FC Zürich. Es war keine einfache Zeit für den FC Zürich. Es gab Trainerentlassungen. Es gab viele Diskussionen im Vorstand. Einige Verwaltungsräte, die nicht mehr mitgetan haben. Angelo Canepa, der das Schiff auf Kurs gehalten hat. Es gab aber auch viele Diskussionen. Viele waren unzufrieden, die Meisterschaft nicht überragend, im Moment nur auf Platz 6 zu finden, 17 Punkte hinter dem FC Basel, aber das alles zählt in diesem Augenblick eben nicht mehr, weil der FC Zürich diese Trophäe geholt hat. Die Sando-Trophäe, der silberne Pokal, gut 7 Kilogramm schwer. 90.000 Franken sein Wert, aber der sportliche Wert unbezahlbar. Cup-Finale ist durch, es hat wieder nichts werden. Was ist jetzt die grosse Leere im Kopf oder irgendwie 1000 Gedanken, die einem hier durch den Kopf schiessen? Ich weiß nicht, ob wir heute verdient verloren haben. Für mich ist die entscheidende Szene ein Penalty oder keine. Offenbar nützt das Jammern. Man kommt recht weit damit. Lassen wir mal die Schiedsrichterdiskussion weg. Ich verstehe, dass das ein Thema ist bei Ihnen. Wenn wir nur Ihre Leistung von Ihrer Mannschaft anschauen, gibt es Sachen, wo Sie sagen, da hätten wir noch mehr machen müssen? Ja, nein, es war ein hartes Spiel. Auf beiden Seiten offen. Haben ein, zwei gute Chancen. Machen sie nicht. Und ich glaube nicht, dass das entscheidend war, dass wir auch defensiv gut gearbeitet haben. Ja, wir haben es über die Runde bringen, aber wenn du zweimal weniger bist, dann kannst du auch. Wir haben das Spiel nicht holen. Ja. Wird es kompliziert. Merci, dass Sie angestanden sind. Mario Gavranovic, Sie mussten lange warten, bis es wieder mal geklappt hat mit dem Toreschießen. Umso schöner, dass es heute in diesem entscheidenden Moment gleich zweimal geklappt hat, kann ich mir vorstellen. Ja, es ist ein wunderbarer Tag heute. Es war im Moment ein bisschen schwierig für mich. Lange habe ich nicht mehr getroffen, auch wenn gute Leistungen da waren. Aber heute, ich bin sehr zufrieden, dass wir konnten zuerst den Pokal gewinnen und dass ich konnte die entscheidenden Tore machen. Auf dem Spielfeld zeigen Sie immer so viele Emotionen, jetzt sind Sie so ruhig. Was ist los? Ja, während dem Spiel ist etwas anderes. Die Emotionen sind da. Jetzt das Spiel ist vorbei, ist klar, wir haben gewonnen. Die Emotionen werden dann später in Zürich kommen. Ich gratuliere und lasse Sie gehen, weil die Pokalübergabe geht.